Hallo, liebe Freunde von Pathfinder, Kingmaker, liebe Pfadfinder, hier sind wir zurück von unserem Rollenspiel mit Würfel und werden hier weitere Abenteuer erleben mit Micknack, dem 73. unserem Grafen, frisch ernannt. So, wir sind jetzt hier in unserer Thronhalle und haben direkt wieder eine Arschvollarbeit, unglaublich viel zu tun. Alles stürzt auf uns ein, wir müssen das Reich verwalten, das uns als Lehen verliehen worden ist, und es ist eigentlich überhaupt nichts los. Gut, haben wir mal nichts zu tun, irgendwie, auch. Interessant. Haben wir irgendwas, das wir scherbeln können? Ja, gut, irgendwie nicht. Wie du magst, ich weiß nicht. So, wir können mal in unsere Truhe Zeug ablegen. Die so unnötig mit uns rumschleppen. Das war das hier Abschiedsbrief von Eno. Ich glaube, den müssen wir nicht unbedingt mit uns tragen. Ich sage eh wertlos. Bringt kein Gold, wiegt nichts. Was nichts wiegt, ist auch nichts. Das ist in diesem Spiel so. Bin ich irgend so ein. Ach nee, das habe ich verscherbelt schon. Braucht man Gisels alten Dolch für irgendwas? Behalten wir mal. Ich weiß nicht, ob das uns bringt. Wir behalten ihn einfach mal. Ganz Essenszeug. Ja, gut. Da haben wir auch noch von. Da haben wir noch nicht viel gefunden. Hier haben wir so einiges Zeug hier, was wir mittlerweile gesammelt haben. Ob ich davon immer so viele brauche. Ich bin jetzt auch nicht so sicher. So, jetzt sind wir auch schon mal wieder. So schnell nimmt man ab hier. Habe ich wieder ein bisschen weniger Zeug. Boah, hier auch so viele Säure. Naja, gut, wenn wir dann. Schon. Wenn wir wieder irgendwelchen Trollen begegnen, sind die Säurefionen ja schon nicht schlecht. Da braucht man schon mal ein paar in petto. So, gibt es hier irgendwas zu belabern? Ey, Typ, was ist los? Nix. So, ja, gut. Was hat Kästen wieder irgendwas zu jammern? How may I serve you, Your Grace? Ja, dann eben nicht. So, dann gucken wir mal, was unsere. Was unser kleines Reich mittlerweile so, was da sich entwickelt hat. Hier haben wir noch eine Mission. Es hilft jedem ein bisschen. Wir haben leider keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Ja, schwierig. Alle Berater sind, haben irgendwas zu tun. Unsere kleine Baronie hier. Hier ist sie unterwegs. 5 Tage dauert das Ganze noch. Wird noch hier nochmal ein Dorf gegründet. Wie sieht es denn da jetzt aus? Gibt es da jetzt Bockens Alchemieladen eigentlich? Ist der gebaut worden? Oder Bauer braucht er noch? Ist in 0 Tagen abgeschlossen. Hä? Mein Reichland. Okay. Was können wir denn hier noch so schönes bauen? Hier war ja. Ist teuer. Aber gut, wir müssen auch was für die Wirtschaft hier tun. Das bringt uns Militär. Das wird ja gebaut. Irgendwann, irgendwie. Keine Ahnung. Es gibt uns +2 Bonus das Beilegen von Problemen in dieser Region. War ja auch nicht so schlecht. Das gibt uns Gemeinschaft. Die Schmiede bringt uns Wirtschaft.
Wirtschaft können wir schon gebrauchen, da sind wir nicht so gut. Das ist die Taverne und das ist ein Laden. Wenn die Schmiede neben einem Laden ist. Brauchen wir die mal da. Schmiede können wir so gebrauchen. So, dann haben wir da schon mal wieder was getan. Für die Entwicklung unseres Reiches ist mir keine Mühe zu gering oder so. Ja. So, hier haben wir ja schön was gebaut. Das läuft hier. Das können wir noch. Wir haben noch 77 Baupunkte, die wir verplempern können. Windmühle haben wir. Was bringt uns der Kornspeicher hier? Gemeinschaft. Beeinflusste Windmühle. Windmühle. Auch Gemeinschaft. Dann Loyalität. Okay, da sind wir schon ganz gut. Können wir den Gemeinschaftswert sehr boosten. Okay, hier gibt es nochmal ein Sägewerk. Hier kann man keinen heiligen Hain bauen. Schmiede. Kräuterkundenhaus auch nicht so schlecht. Und hier haben wir auch nochmal einen Gemischtwarenladen. Wenn auch eine Taverne angrenzt. Das können wir hier hinbauen. Dann kriegen wir nochmal was für die Wirtschaft. Ja, wir sind immer noch ziemlich abhängig von unseren Gönnern. Ist ja nicht so, dass die Baronie und alle Einkünfte uns alleine gehören. Ein Kornspeicher. Ach, den haben wir ja eigentlich. Ja. Dann müsste das ja hier ganz gute... Plus 3 gibt das. Okay, deshalb. Na gut, da wollen wir da nichts weiter machen. Gut, das reicht erstmal. Wir wollen uns auch nicht übertreiben mit dem Bauen hier. So, dann können wir uns ja um Abenteuer kümmern, weil hier gibt es dann eh nichts mehr zu tun. So wirklich. Oder? Wo steht Octavia da im Schatten? Kann ich euch helfen? Haben wir alles schon gesagt. Okay, nichts Neues. Gut. Irgendwas zu verscherbeln? Nee, für den In due time. Unseren Geschichtenerzähler habe ich leider nichts so wirklich. Sieht unsere Gruppe aus? Die sind erschöpft. Okay, wir müssen also mal Rast machen. Gut, dann gehen wir mal ordentlich pennen nach dem letzten Abenteuer. In Chithal haben uns das verdient. So, legen wir uns mal wieder hin. Gibt es hier noch irgendwas Spezielles? Nee. Keine anonyme Spende. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ein Labortagebuch, das kennen wir. Schatten von Absalom. Absalom, wieder irgendwas zu lesen. Bringt uns das was? Das haben wir gelesen. Ist auch nur bla bla eigentlich. Kann man verkaufen eigentlich. So, Rest, ja. Müsst ihr mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man es mal hier brauchen kann, ne? So, Moment, wir können diesen Schutzring mal ablegen, weil jeder hat einen. Den können wir mal für neue Mitglieder auf Vorrat legen. Da kommt bestimmt noch mal einer dazu. Eine Rüstung schleppen wir nicht mit uns rum. Das ist schon mal gut. Ja,
Die Ration können wir ja auch gebrauchen. Weiß nicht. Nee. Wir sind relativ belastet. Aber wir haben keinen Malus. Aber wir gehen mal pennen, so. Es reicht jetzt auch. Genug für unser Reich getan und regiert. Jetzt wird mal ausgepennt. So. So, alle sind geheilt. Sehr schön. Jeden mal, ne? So, haben wir hier irgendeine neue Katastrophe im Thronsaal? Nein. Okay, hier hat sich auch nichts Neues aufgetan. Das dauert alles noch. 14 Tage. Ja, wir können einfach nichts machen. Was stehen die denn hier rum? Können wir mit Armee reden? Gibt es irgendwas Neues? Nö. Der hat hier irgendwelche. Ja, du willst Monster töten, ich weiß, aber wo soll ich die hernehmen? Einfach so. Was soll ich machen, Kinder? Sollen wir G-Style jetzt austauschen? Mit so viel Erkundungsmissionen? Ist Octavia schon nicht schlecht, ne? So als Spionin und mit ihren Attacken aus dem Hintergrund. Sie ist ja schon ganz gut auch für die Offensive mit ihrer Sense, das muss man schon sagen. Aber für so leichte Geschichten als Scout, wenn ich jetzt ein bisschen durch die Gegend reise, ich glaube, dann nehme ich sie mal mit. Wir sind ja flexibel, haben ja noch Personal hier, ne? Ach, Kind, den muss ich auch irgendwann mal ausprobieren. So. Wir haben hier noch einiges zu erforschen, ne? Die Furcht im Skunkfluss haben wir auch noch. Sonst noch irgendwelche neuen Gebiete sich hier aufgetan. Da müssen wir eh nochmal hin. Da auch. Aber da gehen wir erst später hin, wenn ich nochmal eine Stufe aufgestiegen bin. Ich schätze mal, dass da das heftig werden könnte. Würde ich mal sagen, dass wir dorthin reisen. Wie lange dauert das? 5 Stunden. Gut, da sind wir mitten in der Nacht da. Oh, ab sofort dient Bocke dem Baron bald. Das war jetzt zu schnell, Kinder. So schnell konnte ich das nicht lesen. Er dient uns aber jetzt, also ist seine Hütte jetzt da fertig gebaut. Dann können wir bei ihm Tränke einkaufen. Ich hoffe, die sind ein bisschen billiger als in der Stadt. Hier muss er jetzt einen Eintrag gegeben haben. Das verschwundene Kind, die Mission müssen wir immer noch machen. Und diese Trolle, da sind auch noch nicht so viele über den Weg gelaufen, muss ich sagen. Der Hofalchemist. So. Das müsste jetzt abgeschlossen sein. Wunderbar, dann können wir uns dort jetzt... ...mit allerlei Dingen versorgen. Oh. War mal ein großes Gebiet. Jöi. Okay. Miese Katze. You can count on me. Miau. So. Was wird uns wohl hier... Wopsi, wopsi. Hier sind wir schon mal direkt auf Kobolde gestoßen. Hier haben wir ein Lager. Und schätze, wie es aussieht. Schau, dass man keine Wegpunkte setzen kann. Oder vielleicht kann man es auch, aber das haben wir noch nicht rausgefunden. Entschuldigung. So. Miau. Hier haben wir Kobolde. Hier liegt ein... Schlafen die? Nee, die sind tot. Hier hat es anscheinend ein Gefecht gegeben. Ich vermute, diese Kobolde haben dieses Lager überfallen.
Haben dabei aber auch ein bisschen was abgehießen. Oh, hier wimmelt's von Kobolden. Holter die Polter, Kinder. Hm. Da wissen wir schon, wo wir hin müssen. The end draws near. Aporane, Sentes. As it should be. Warte mal, gehen wir hier durch vielleicht. Okay. What troubles you? Their sight betrays them. In due time. Grotus awaits us. Inimosi travisi. Inimosi travisi. So. I won't let you down. Can you make an epic pose? I need inspiration. Consider me provoked. Ein Untergangsprophet der Kobolde. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Rechtschaffen böse. Ja, so mögen wir das. Richtig schön böse. Haben wir da nicht so eine schöne Schriftrolle vielleicht? Schutz zu Bösem. Irgendeine haben wir bestimmt. Muss man erstmal finden, ne? Gibt ja immer so viele. Schutz vor dem, Schutz vor das, bis man die erstmal durch hat. Ordnung, Chaos. Chaos haben wir. Soll ich zweimal Chaos? Was ist das für ein Chaos hier? Mensch. Schutz vor Böse. Ja, dann mal. Richtig. Richtig. Gut. Dann würde ich mal sagen, Harim. Du machst mal hier schön Schutz zu Bösen, ne? Und das geben wir am besten mal Valerie, weil die muss eh nach vorne. So. This should do it. Geht das mit dem Sturmangriff? Ne, ein normaler Angriff dürfte gehen. So, Lindsay ist am Dödeln. Jetzt kann sie hier auf den noch bauen. Was ist das? Donnerruf? Zähigkeitsrettung? Was setzen die da ein? Die kann irgendeinen Schallangriff machen, dieser Fuzzi. Okay, der ist erledigt. Serves you right. This will hurt. This is for you. Nur drei Schaden. Okay, Amira wieder zugeschlagen. Sehr schön. Was ist hier noch? Let's try. Geht mal auf den. Autsch. Also ich hoffe, du hältst hier ein bisschen im Weg. Nee. All according to plan. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Oder? Dann gucken wir mal, ob es hier noch Gegner gibt. Wir sind gerade noch alle gebufft. Hoppala! Ein Sei. Huschel des. Ein Sei plus eins sogar. Was immer das ist. Gut, wir nehmen es noch mit. Irgendeine Waffe wieder. So eine Art Dolch mit hier so ein Schwertbrechergriff. Ah, hier oben ist nichts mehr. Schade, bin gerade so im Kampflaune. No, was sind wir hier? Wo ist die Souls? Hm. Gerade noch den Segnen-Buff. Das würde ich gerne noch nutzen. Ah, ein Gnom. Hey, Jäger!
Was willst denn du? Schnell, hier, ihr müsst uns helfen! Jubilost. Yes, was? Wie? Ach, hier sind Gnome. Die kämpfen hier gegen die Kobolde. Sind jetzt schon wieder Gnome. Wer ist denn hier der gefährlichste von den Vögeln? Haben wir einen Magier? Ne, nur Bogenschützen, wie es aussieht. Ach komm, du bist doch gerade so in Laune. Nicknack kann sich hier den. Warum nicht? Sie sind zu weit weg. Hm. Na gut, dann nimm deinen dämlichen Bogen hier. So, und knall auf den drauf. This should do it. So, aufsehen mit Gebrüll, Kinder! So, Octavia. Ich kann mal einen Schneeball zaubern hier in diese Masse. Mal gucken, was passiert. Ah, hier ist ein Wagen. Hä? Okay. Zauberfehlschlag. What, wie wo? Okay. Erledigt? Oh oh. Da kommt noch mehr von dem Kopfzeug. Oh oh. Was ist das? Tartuk! So, der Gnom lädt einige seiner Freunde ein. Stumpfsinniger, langsamer, fauler Gnom. Koboldwachtkosten. Gnom! Die haben sie einfach nicht mehr alle, diese. Stumpfsinnig! Am Flussufer sitzt ein violetter Kobold, der aussieht wie ein alter Bekannter. Tartuccio! Tartuccio, Kobolde wollen diesen Karren. Kobolde holen ihn sich. Wohl der Pferdeschädel das Gesicht des Kobolds weitgehend verbirgt, siehst du seine grausamen Augen, die dich aus leeren Augenhöhlen anfunkeln. Auf Befehl von mir selbst, dem ruhmreichen König Tartuk! Der Kobold schlägt sich mit seiner Faust auf die Brust. Der hat sie dann immer alle. Wachbossen. Tartuk! König! Der Anführer der Gnomen-Expedition reibt sich die Brauen und starrt den Kobold an. Dieser Bastard hat uns abgelenkt, während die anderen versuchten, unseren Karren zu stehlen. König Tartuk! Der Gnom sieht dich an, zwinkert. Was hältst du von einem kleinen Königsmord? Oh. Tartuccio, ich erkenne dich, sage ich jetzt. Was ist das für eine neue Verkleidung? Warum bist du nicht tot? Stimmt, wir haben ihn eigentlich für tot gehalten. Wie kannst du es wagen, so mit einem König zu sprechen? Kobolde zum Angriff! Schirdas! Ja, wir haben ihn da. Die haben ihn ja eigentlich für tot gehalten. Laut unserer letzten Information war er ziemlich tot. Aber gut, man kann sich auch. Das heißt, wir müssen unseren. Ja, müssen wir. Oh. Valerie geht hier nach vorne. Harim bleibt erstmal. Oh, auch hier, der greift den am besten an. Die Gnome helfen uns ja, so wie es aussieht. You deserved it. Gucken wir mal für die hier. Der ist, greift mir von hinten an, das ist nicht gut. Oh, Amiri rennt hier komplett durch alle Reihen durch. Das ist nicht so gut, wenn die ganz alleine rumrennt. Oh. Wir müssen ihr ein bisschen helfen.
Der schießt auch mit Armbrust. Lass ihn mal angreifen. A calculated risk. This will hurt. Let's try this way. This should do it. Amateurs. Okay, der ist gleich erledigt. So, wen haben wir jetzt hier noch? Hier ist noch einer. Erledigt. Bis bald, das ist noch nicht vorbei. Okay, verpiss dich wieder. Falschling, wie immer. Und er lässt dann Untergebenen wie immer zum Sterben zurück, dieser Feigling. Mein Karren, er versinkt! Was ist hier los? Was ist hier los? Patience. Komm, sprich meinen Heilzauber aus. So. Anything is possible. Lindsay kann auch nochmal heilen. Amiri hat es ein bisschen erwischt, der Rest ist eigentlich okay. Aber die ist auch losgestürmt, wie der Wahnsinn hier durch sämtliche Reihen mal wieder. Sorry, was lost in thought. Können wir noch irgendeinen. Ne, und dann. What you want? Gut, dann machen wir nochmal Lindsay. Das müsste reichen. Wie können wir mit denen hier reden? Teufel, ist das schwer. Haltet ihn! Ich halte ihn ja. Die Strömung darf ich nicht runterziehen. Müssen wir hier irgendwas machen? Ohne eure Hilfe schaffen wir es nicht. Oh, ah. Jetzt geht's erzählerisch weiter. Während die Gnome gegen die Kobolde kämpften und die drachenhaften Schnauzen ihre ungebetenen Gäste wildfluchend mit ihren Fäusten bearbeiteten, dachte niemand mehr an den Karren. Der unfreiwillige Grund für den Kampf wurde von den verängstigten Ponys fortgezogen, er von der Furcht abkam und bis auf die Höhe des Kutschbocks im Fluss versank. Da der Skunkfluss hier in den Hauerwasser mündet, war die Strömung an dieser Stelle besonders tückisch, kalt, störrig und turbulent. Nachdem der Skunkfluss den Karren der Gnome in seine Gewalt gebracht hatte, wollte ihn in seine Tiefe ziehen, wurde dabei aber gestört. Den überlebenden Gnomen gelang es unter der Anleitung des Anführers, einem extrem lauten und mürrischen Zeitgenossen, dem eine gewisse Führungsstärke auch nie abzusprechen war, den Karren festzuhalten, ehe er vom Fluss fortgespült werden konnte. Mit vor Anstrengung roten Gesichtern versuchten verzweifelt den Karren vor dem Versinken zu bewahren. In diesem Augenblick fiel ein Paket ins Wasser. Mit einem lauten Platschen versank es in den Fluten und tauchte 10 Meter flussabwärts wieder auf. Nein! Der Anführer der Gnomenexpedition sah das Paket mit düsterem Blick nach. Das war die neueste Ausgabe von Alchemie und Leben. Okay. Als sie den kalten Fluss tauchten, verloren die Ponys auf der Stelle die Nerven. Mit zuckenden Ohren versuchten sie ihre Zügel durchzubeißen, um sich von ihrer Last zu befreien. Was steht ihr noch oben? Los, helft ihnen! Der Anführer der Gnomen-Expedition war sichtlich unzufrieden, als er seinen Befehl brüllte. Wir setzten die Brechstange unter den Rad des Karrens an. Als die Brechstange unter dem Rad zwischen den Steinen des Flussufers Halt fand, war es deutlich einfacher, den Karren aus dem Fluss zu ziehen. Mit vereinten Kräften fingen wir an, den Karren aus dem Fluss zu ziehen. Wir sind da genug Leute.
Eins! Ah, mein Fuß! Brüllte der Anführer der Gnomenextension mit hochrotem, wütendem Gesicht. Mit solchen Helfern geh meinem Sitztümer buchstäblich den Bach runter. Geht einfach zum Lager oder findet die entlaufenden Ponys. Oder irgendeinen Weg, mir zu helfen. Bei den Göttern! Hm. Ich habe weiter versuchen. Ja gut, machen wir das. Wir ließen fürs erste vom Karren ab, in der Hoffnung, in der Nähe irgendwas Nützliches zu finden. Dann gehen wir nochmal zum Lager zurück. Vielleicht finden wir hier bei den toten Kobolden noch irgendwas. Follow my lead. You can't stop me. Hm? This is where I step in. Okay. Ah. Ja, der unser neuer Freund hier ist ein Alchemist. A calculated risk. Die Gnome haben erbittert gekämpft, da mussten sie schließlich geschlagen geben. Onwards. Hier gibt es dann schon keinen Loot. Ah, doch. Ein Brecheisen. Haha, was das wohl bedeuten mag. Oha. Der Kobold-Untergangsprophet hat aber nette Sachen dabei. Meisterstück. What a waste. Hier war doch noch irgendwo was. Ne? Ne, das haben wir schon geklaut. Gut, dann war es das wahrscheinlich. Diese Brechstange. Ich hatte die Geschichte durcheinander gebracht, dass wir schon eine hatten. Echt? Vielleicht doch eher, wenn wir wissen, Natur brauchen. Also Amiri wäre wahrscheinlich da die kräftigste für, oder? Beweglichkeitswurf erfolgreich. Amiri kletterte behende auf das Dach des Karrens und kroch vorsichtig zu den Ponys, die im Ufer des Flusses festgebunden waren. Ja, als Barbarin müsste sie mit den Tieren vielleicht gut auskommen. Die Ponys schienen erleichtert zu sein, als sie spürten, dass ihre Zügel wieder in einer starken Hand lagen. Sie beruhigten sie sofort und ließen sich losmachen. Wenig später standen sie wieder an der Furt und waren bereit, den Karren aus dem Fluss zu ziehen. 27 Erfahrung. Na ja, gut. So, was können wir als nächstes machen? Wir banden ein Seil an den Karren. Eins, zwei, drei, und schon war das Seil im Karren befestigt, was dessen Bergung deutlich erleichterte. Eine wichtige Lektion für jeden Abenteurer. Geh nie ohne Seil aus dem Haus. Ein Seil ist dein bester Freund. Ich glaube, das steht im Beschreibungstext von dem Seil. Was steht hier noch rum? Los, helft uns! So, weiter geht's. Wir versuchen weiter, den Karren rauszuziehen. Oha. Der Karren knirscht und ätzte, als würde er... der Text ist aber jetzt blöd. Weinen. Seine Bretter stemmten sich gegen die reißenden Fluten und versuche ihn an Land zu ziehen. Es muss etwas geschehen. So, also hier ist, wir haben hier mehr Auswahl, als der Text oben zulässt. So, wir können Athletik machen. Stärke. Intelligenz. Wissen Natur. Ohne Charisma. Hm. Vielleicht können wir das machen. Athletikwurf erfolgreich. Nachdem sich alle eine Weile abgemüht hatten, löste sich der Karren endlich aus dem schlammigen Flussbett und rollte zurück auf den felsigen Boden der Furt. Begleitet wurde das Ganze von einem entrüsteten Schwappen und Gurgeln, mit dem der Fluss seine Trophäe freigab und auf der Suche nach einer leichteren Beute weiterfloss. Der Anführer der Gnomenexpedition verlor keine Zeit und sprang hinein. Eine Weile war von dem Karren nur noch von Flüchen begleitetes Klappern zu hören, ehe der Gnome schließlich sichtlich zufrieden seinen Kopf unter dem Dach herausstreckte.
Es ist zwar alles noch an seinem Platz, verkündete er vergnügt und sprang von dem Karren. Es ist zwar alles so schnellst, aber immerhin fehlt nichts. Danke, Reisende, ohne eure Hilfe und meine scharfsinnigen Anweisungen, versteht sich, hätte ich mich von meinem ganzen Besitz verabschieden müssen. 45 Erfahrung halten. Berühmte Entdecker. Kommt, meine tapferen Recker und Retter, unterhalten wir uns kurz. Okay. Jubelost. Brillenträger. Der Gnom vor dir trägt schmutzige und zerlumpte Kleidung. Sie war vermutlich einst kostspielig und elegant, aber in diesen Zeiten sind. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Ja, ist auch hier so relativ bunt. Hier hat er so Dinge an seinem Gürtel. Fiolen. Aha. Der könnte uns also im Kampf durchaus nützlich sein, wenn der mit Säure und Feuer und so um sich schmeißt. Seine schwarzen Haare sind verfilzt und ein frischer, tiefer Kratzer verläuft quer über seine Wangen. Trotz seines schäbigen Aussehens strahlt der Gnom eine innere Würde und sogar eine gewisse Überheblichkeit aus. Jubilos Nathropple, euer Gnaden, stellt er sich vor, während sich seine Gruppe genau ansieht. Während er sich seine Gruppe genau ansieht. So viel Zeit muss sein. Eure Hilfe mit diesen Kobolden und meinen beinahe versunkenen Karren kam zur rechten Zeit. Es ist übrigens so schade, dass niemand einen Begrüßungskomitee organisiert hat, um eine derart berühmte Person wie mich auf dem Weg in eure Hauptstadt zu empfangen. Ich hatte nicht mit einem roten Teppich voller Rosenblätter gerechnet, aber ich hätte doch zumindest eine Art Delegation entsenden können. Wenigstens sind noch einige meiner Bediensteten am Leben. Wisst ihr, wie viel es kostet, einen vernünftigen Diener auszubilden? Oh ja, Jubilos plappert zu schnell, um noch nur einmal Atem zu holen. In ihm hat sich einiges angeschaut, dass er jetzt loswerden muss. Octavia funkelt den Zwerg an. Offenbar sind eure Diener nur Werkzeuge für euch. Mit solchen Herren ist das Dasein als Diener kaum besser als das eines Sklaven. Ja, das mag sie gar nicht. Also was ist das? Der Gnom kritisiert Octavia durch die seine Brille, rollt die Augen, schnaubt. Verzieh dich, Mädchen, hier reden Erwachsene. Hohoho. Der spielt aber mit seinem Leben gerade. Ihr seid also nicht arrogant, sondern auch ein rüpelhaftes Schwein. Warum überrascht mich das nicht? Ihr mögen sich zwei wohl nicht. Jubilos räuspert sich und beachtet den tobenden Magier nicht weiter. Und wenn ich schon dabei bin, würde ich einen gerne offiziell festhalten. Die Straßen in eurer Baronie sind in einem erbärmlichen Zustand. Die Leute müssen doch Furten suchen, um einen Fluss zu überqueren, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, Brücken zu bauen. Außerdem laufen ehrliche Reisende jederzeit Gefahr, von Kobolden angegriffen zu werden. Also, wie heißt eure Baronie nochmal? Ach, wisst ihr was, vergesst es. Wenn ich mal eine Karte dieses Landes erstelle, werde ich sie einfach hiesiger Baron Hilf vielleicht nennen. Ich denke, das ist ein passender Name. Ich glaube, der braucht mal so heiße Ohren. Dem Gnom hat es endlich die Sprache verschlagen. Er sieht dich nur mit einem durchtriebenen Blick an und öffnet immer wieder den Mund, als wollte er noch etwas sagen, wüsste aber noch nicht was. Ihr nehmt euch zu viel heraus, Herr Gnom. Zeigt ein wenig Respekt, solange ihr euch in diesem Land befindet. Oh, ich verstehe. Ich sehe mit der Verkörperung der Ritterlichkeit gegenüber. Jubilos mustert Valerie von Kopf bis Fuß. Was also soll ich eurer Meinung nach tun, o tapfere und standhafte Ritterin? Soll ich vielleicht lügen? Valerie errötet, versucht aber weiterhin zu argumentieren. Natürlich nicht. Dennoch solltet ihr nicht so schroff sein. Ich bitte euch, eure Ansichten in etwas höflicheren Formen zum Ausdruck zu bringen. Euer Problem, werte Ritterin, ist, dass ihr euch zu viele Gedanken über Form und Äußerlichkeiten macht, was angesichts eures hübschen Gesichts nicht überrascht. Mir hingegen geht es ausschließlich um Inhalte. Oh, sie hat ihre Narbe ja gar nicht mehr, fällt mir auf. Hä? Okay, ist sie geheilt oder was? Fällt mir zum ersten Mal auf. Valerie errötet noch mehr und wendet sich ab. Es scheint, als hätte der Gnome einen wunden Punkt getroffen. Jetzt hat sie die Narbe wieder. Was ist das? War jetzt aber merkwürdig. Das Programm sich gerade an meine Worte erinnert und... Oh, scheiße, das Bild! Schnell, Jungs! Das ist aber jetzt merkwürdig. Na gut, wollen wir das jetzt einfach mal ignorieren? Für jemanden, dem Inhalte so wichtig sind, scheint ihr reichlich oberflächliche Urteile zu fällen. Ach ja, da muss ich euch wohl darauf hinweisen, dass... Micknack, bitte, verschwendet eure Zeit und Worte nicht mit diesem Hans Wurst, vor allem wegen mir. Ihr sagt, ihr werdet berühmt, aber ich kenne euch nicht. Wofür seid ihr berühmt?
Das ist entweder ein dummer, beleidiger Scherz oder ein Fall gänzlicher Ahnungslosigkeit. Ich hoffe, es ist Letzteres. Jubilus schürzt die Lippen. Ich bin ein berühmter Reisender, Kartograf, Alchemist und Publizist, Student an allen bedeutenden US-Universitäten, nutze meine Karten, um die Welt kennenzulernen. Meine Artikel für diverse Zeitschriften sind überall bekannt. In Andoran, Miss Brivoy. Ihr habt doch bestimmt schon von einigen Ausgaben von staatlicher Alchemie gelesen, nicht wahr? Kulinarischer Almanach der Inneren See? Oder die skandalöseste und die Unabhängigkeit, in der die Vor- und Nachteile der Regierungen und Regime verschiedener Staaten aufgeführt sind? Habt ihr nichts davon gelesen? Nein, antwortet nicht. Ich möchte keinen noch so schlechten Eindruck von eurer Baronie bekommen, als ich ihn ohnehin schon habe. Ansonsten würde es mir wirklich schwerfallen, überhaupt etwas Positives über sie zu schreiben. Moment mal, der Jubilos der Throttle, Verfasser der 14,5 Elegien in Pitax. Du meine Güte, sämtliche Studenten an der Akademie haben eure Bücher verschlungen, vor allem nachdem König Irovetti sie verboten und euch in Abwesenheit zum Tode verurteilt hatte. Lindsay ist mal wieder ganz der richtigen Spur. Ich sehe, gibt es in dieser schäbigen Baronie ja doch jemanden, der zumindest ein Mindestmaß an Mildung besitzt. Selbst wenn sie an einer derart fragwürdigen Einrichtung wie der Pitax Akademie der großen Künste erworben wurde. Ich wurde wegen Respektlosigkeit rausgeworfen. Tatsächlich, nur wenn das so ist, besteht für euch ja vielleicht doch noch Hoffnung. Valencia ist auch ganz schön frech, aber gut. Na, was sollen wir uns weiter streiten? Was ist hier geschehen? Was ist, wie ist euer Karren im Fluss gelandet? Meine Gruppe und ich haben am Ufer dieses Flusses ein Lager aufgeschlagen. Wir hatten gerade Feuer entfacht, als diese violetten Bastarde aufgetaucht sind. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er stellte sich als König der Kobolde vor und verlangte unsere Kleidung, weil er seine Untertanen nämlich angemessen kleiden wolle, nun, da sie ihr eigenes Königreich besäßen. Jubilos Gesicht wird rot vor Zorn. Ah, also Tatuk hat sich hier aufgespielt, oder was? Was soll das? Genau, das waren seine Worte. Ich frage mich, wo er sie gelernt hat. Selbstverständlich sagte ich ihm, er solle verschwinden. Irgendein Kobold soll in der Kleidung des großen Kartografen Jubilos Nathropel herumstolzieren? Niemals. Wenn einer damit rumstolziert, dann er. Ich habe ihn also in all meiner Eloquenz über meine Stellung aufgeklärt und darüber hingewiesen. Darauf hingewiesen, dass er und sein sogenanntes Königreich von mir aus in einem endlosen Krater versinken können, bis ich bemerkte, dass sich die Kobolde bereits an meinem Karren zu schaffen machten. Ich befahl meine Männer, den Karren zu schützen, worauf sie natürlich nicht selbst kommen konnten, weil sie sehr mit Gaffen beschäftigt waren. Dann begann der Kampf und während wir abgelenkt waren, zogen die Ponys den Karren in den Fluss. Dämliche Tiere. Und was macht eine derart berühmte Persönlichkeit so weit von jeglicher Zivilisation entfernt? Ich verfolge zwei Ziele. Einerseits möchte ich für die Unabhängigkeit einen Artikel über eure Baronie schreiben. Andererseits eine detaillierte Karte der Raubplan darstellen. Bevor diese Baronie entstand, war es zu gefährlich, hierher zu reisen. Aber jetzt bietet sich mir die Gelegenheit dazu. Dank euch, wie ich hinzufügen möchte. Ihr seht, bringt die Meinungsfreiheit manchmal auch positive Kommentare hervor. Ja, da war eine sehr spitze Zunge. Wie auch immer, ich bin schon beinahe am Ende dieser Reise angelangt. Mein Artikel ist so gut wie fertig, genau wie die Karte. Jetzt muss ich nur noch einen alten Zwergen vor Posten finden, der hier vor Jahrhunderten errichtet wurde. Oha. Da möchte ja auch ein gewisser Harim hin. Was hat es mit diesem Zwergenporposten, nachdem er sucht, auf sich? Eure Wissenheit ist verblüffend. Ihr schafft eine Baronie und wisst dann noch nichts über euer Land. Jubilos schürzt die Lippen. Ich werde euch wohl aufklären müssen. Wisst ihr, vor langer Zeit führte eine Handelsroute der Zwerge durch dieses Land. Sie verband die fünf Königsgebirge mit dem Norden. Diese Route war für die Zwerge derart wichtig, dass sie an ihren mehrere mit bewaffneten Wächtern bemannte Vorposten errichteten, um die Kaufleute zu schützen. Einer dieser Vorposten muss hier irgendwo ganz in der Nähe sein, vergessen und vollständig verlassen. Doch nichts entgeht dem machtsamen Augen des großen Kartografen Jubilos Nathropel. Jubilos schreckt die Brust aus. Ich werde diesen Vorposten finden und seinen Standort auf der Karte vermerken. Das könnt ihr mir glauben. Ich suche nach dem Versteck der Trolle. Vielleicht haben wir dasselbe Ziel.
Und wir machen das. Sagt mir, dieser alte Zwergenposten, ist der verlassen? Könnte er beispielsweise von Trollen als Versteck genutzt werden? Gut möglich. Jubilas zuckt mit den Schultern. Zwerge halten sich gerne unter der Erde auf, Trolle ebenfalls. Es ist also durchaus denkbar, dass sich weniger anziehende Kreaturen dort bereit gemacht haben, nachdem die Zwerge ihr warmes, kuscheliges Plätzchen verlassen hatten. Ich suche nach dem Versteck der Trolle. Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Wir sollten uns zusammentun und gemeinsam auf die Suche machen. Nun, ihr habt euch als fähige Begleitung in Notfällen erwiesen. Ich denke also, ich kann darauf vertrauen, dass ihr mich beschützt. Aha. Lasst uns gehen. Ich werde meinen Karren später abholen lassen. Harim die Zwergenruinen zeigen. Ein berühmter Reisender, Jubilost. Blibblibub, Schnidli, Bub, Rimmelbum. Das Versteck der Trolle finden, die nächste Mission. Eine Zwergenfestung. Jetzt kommt dann noch alles hier. Was haben wir denn hier bekommen? Schwere Armbrust und eine Lederrüstung plus 1. Und 90 Erfahrung. So, wen tauschen wir jetzt für ihn aus? Er ist ja Alchemist. Ich vermute schon mal, dass er da... er hat auch eine Armbrust. Er kann also auch Fernkampf einsetzen. Und vermutlich kann er sich mit Trollen gut auseinandersetzen, wenn er mit Säurefiolen ausgerüstet ist. Das ist eine gute Frage. Valerie brauche ich, Amiri auch. Ich muss eh dabei sein. Lizzie gibt uns die Boost von hinten. Und die muss die Fallen entschärfen. Und Harry brauchen wir eigentlich schon auch, allein fürs Heilen und die ganzen Schutzzauber. Da würde ich eher auf Octavia verzichten, obwohl ihre Magie auch gut zu gebrauchen ist. Aber jetzt haben wir ja fast sowas Ähnliches. Könnte auch Lindsay mit Jubilost austauschen. Aber Lindsay schreibt natürlich auch unsere Biografie. Ist natürlich schade, wenn sie nicht dabei ist. Ne? Und mit ihren Liedern kann sie uns sehr gute Boosts geben. Und mit dem Fingerzeig des Todes und Feinde markieren. Also würde ich vielleicht Octavia austauschen. So. Quiet, I'm thinking. Was kann der alles hier? Der hat eine... Was ist das? Säurebombe, okay. Das ist aber was anderes als das, was wir haben. Alle Kreaturen innerhalb eines 8-Fuß-Radius. Oh. Das heißt, er macht im kompletten Radius Säureschaden. Oh, nicht schlecht. Mutagengeschicklichkeit. Gibt ja einen Bonus auf Geschicklichkeit, einen Rüstungsbonus. Dafür kriegt er weniger Weisheit. Hier kann er eine alchemistische Bombe loslassen. Oh, auch nicht schlecht. Feuerschaden. Okay. Ja, kann er ein Schild zaubern gegen magische Geschosse und Schildbonus plus 4 auf die Rüstung. Heilen kann er und Katzen auf der Anmut auf Geschicklichkeit. Das kann er wahrscheinlich am besten auf sich selbst zaubern. Dann hat er eine schwere Armbrust, wie es aussieht. 2 bis 11 Schaden mit Verbesserung. Okay. Der macht da fast so viel Schaden wie Octavia eigentlich. Durchaus braucht, was hat er da noch alles? Konstitution, Geschicklichkeit. Also kann man die Mutagen hier aussuchen, was er nimmt für einen Boost. So ähnlich wie Harry mit seinem Fluch. Dann denkt man da oft zu wenig dann dran. Okay. Er hat jetzt nur die leichte Armbrust. Das ist eine Mönchswaffe. Okay, aber ich denke mal, damit kann er ganz gut klarkommen. Und er hat eine Lederrüstung plus 1. Aha. Da er eh damit umgehen kann, können wir ihm davon ja auch noch was geben. Kann er Magie wirken? Was ist der für ein Charakter? Er ist nur Alchemist. Hm.
Keine gute Stärke und wenig Weisheit, dafür Charisma. Intelligenz ist sehr hoch. Geschicklichkeit. Okay. Ich meine, Heiltrank für ihn wäre auch nicht so schlecht. Ob der Zauber wirken kann, da weiß ich jetzt nicht mehr nicht so sicher. Sowas kann man machen. Das brav, er braucht einen Fertigkeitswurf. Das kann aber auch dann in die Hose gehen. Also mit Magie kann er uns jetzt nicht sehr viel helfen. Ah ja, okay. Heilen könnte er aber. Sowas kann er auch. Das kann er nicht benutzen. Okay, also mit Zaubern ist da nicht viel. Gut. Ja, wer weiß, was wir hier noch begegnen. Dann gebe ich ihnen auch nochmal einen Heilzauber. Die kann er ja wirken. Dann hat er einen für sich selbst. Und vielleicht nochmal was zum Eigenschutz. Jetzt hätten wir diesen Ring gebrauchen können, den wir dabei haben. Hatten wir. Dann hätten wir ihm noch ein bisschen was für seine Rüstung tun können. Die ist natürlich jetzt... Da ist Lindsay besser. Ja. Da haben wir jetzt leider nicht so wirklich was. Da hätten wir vorher im Oktober was klauen sollen, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man diese Stäbe benutzen kann. Nur wenn ein Fertigkeitswurf gelingt. Na gut, dafür keine anderen Sachen. Noch was anderes zaubern. Ah, er kann noch Rindenhaut dazu machen. Das kann dann zweimal. Okay. Und heilen kann er auch leichte Wunden. Auge des Bombenwerfers. Das klingt auch nicht schlecht. Auge des Bombenwerfers, das riskieren wir einmal. Als Boost dazu kann er natürlich jetzt nicht benutzen. Da muss er erstmal eine Nacht drüber schlafen, das zu lernen. Damit kann er mal seine Sachen weiterwerfen und er kriegt auch noch ein Plus 1 auf diesen Angriff. Das finde ich ganz interessant. Das nehmen wir mal mit. So, Jubilost. So, was kann er sonst noch? Berühmter Entdecker. Heimlichkeit ist gar nicht so schlecht. No, nur Lindsay ist besser. Weil er riecht so heimlich wie eine Axt im Wald. Okay. Bombe. Giftresistenz hat er auch, eine natürliche, ist ein Bombenschmeißer. Aha. Gut, das ist natürlich super gegen Trolle, Fernkampf ist er auch gut, Präzisionsschuss hat er auch. Das heißt, er kriegt keinen Malus, wenn er schießt, auf Gegner, die im Nahkampf sind. Ist Resistenz gegen Illusionen. Nicht so schnell ist. Hass. Gegen reptilische Humanoide kriegt dann plus 1 auf Angriffswürfe.
Ah ja, okay. Geschärfte Sinne, das hat er wie alle Halblinge und Halbelfen und so weiter. Okay, das ist wie bei Lindsay. Der kann auch defensiv untergehen, ist interessant. Ist wahrscheinlich wieder eine von den Fähigkeiten, die man zu wenig benutzt. Wie mit Harry mit seinem Fluch. Das vergesse ich auch immer, dass er den hat. Ah, er hat einen Hass gegen Orks und Goblins. Das vergesse ich auch immer. Manche haben ja Eigenschaften bei bestimmten Gegnern, kriegen sie dann einen Boost, weil sie die nicht ausstehen können. Also er ist gut gegen Orks und Goblins. Immer keine Reptiloide. Oder Goblinoide. Aha. Hat sie das nicht auch? Ich dachte. Sie hätte da irgendwas gegen. Hat sie nicht irgendwas gegen Riesen oder irgendwie sowas? Dachte ich. Dass sie da auch irgendwas hat. Aber ich habe meine orkische Wildheit. Also eigentlich kann er mich nicht mögen, muss ich sagen. Oder? So, Organ hat was gegen Orks. Das war er hier, ja. Also Harry müsste eigentlich was gegen mich haben, so rum. Also sie hat da auch nichts. Ich dachte, irgendeiner hätte irgendwas gegen Riesen noch eine Fähigkeit. So, irgendwie so wie er. War das nicht eben Amiri? Ich hatte ja auch diesem einen Riesen, Frostriesen, dieses Schwert ja entwunden. Also geklaut im Kampf. Na gut, die hat ihn ja auch besiegt, aber ich dachte, das wäre dann auch. Hätte sich ja auch ausgewirkt. Tja. Hat. Okay. Plus 7 auf Angriffe. Also Regerwache verstanden für die Jubilos in die Raubplan. Er wollte selbst mit der Leben unserer jungen Nation erblüht und verließ dafür sogar Absalom. Jubilos Nathropol ist nicht nur ein berühmter Entdecker, ein Name auf der Autor und ein rundherum außergewöhnliche Persönlichkeit, sondern besitzt darüber noch, und charmant ist er natürlich auch noch, besitzt hier noch ein weiteres besonderes Talent. Der kann nahezu jeden, mit dem er spricht, zur Weißglut treiben. Das hat den Ziel gut zusammengefasst. Das muss mir lassen. Probier ist gerade das Gegenteil von uns. Berühmter Entdecker. Ist genau gegenteilig. Ich glaube, das war auch Harim. Ja. Sie geht eher Richtung chaotisch gut. Sie ist rechtschaffen und wirklich auch. Langweilig, ne? Und sie ist auch chaotisch. Neutral. Also wir haben jetzt mehr chaotisch neutrale in unserer Truppe. Das ist eigentlich eine sehr chaotische Truppe, muss man sagen. Ja, gut. Jubilos. So, dann haben wir einen neuen Partner hier für eine kurze Zeit. Dann bin ich mal gespannt, wie das hier so weitergeht. Müssen wir hier noch was erkunden, vielleicht. Aber dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, hier bei Pathfinder Kingmaker. Und alle stehen hier so ein bisschen im Dunkeln. In due time. Können wir ein bisschen näher ranholen? Nee. Na gut, dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht und was wir uns mit Jubilos hier wohl eingehandelt haben. Da bin ich nochmal gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Danke fürs Zuschauen.